Ein Souverän ist André Lange. In der Ruhe lag seine Kraft, seine Überlegenheit. So bestritt er seine Rennen und wurde der erfolgreichste Bobfahrer der Geschichte. Wenn er einen Sieg in die Augen hat, du, da ist er immer schwierig zu schlagen. Er gewann schon früh sehr viel. Sein erstes Weltcuprennen war kein Versuch, sondern gleich Erfolg. Da war er noch Junior. Aus dem jungen Favoriten Schreck wurde rasch ein Favoritenkerl. Schon in seiner zweiten Männersaison gewann er den ersten WM-Titel im Viererbob. Man hat nicht den Eindruck, dass er irgendwie nervös ist oder dass er jetzt da nur eine besondere Aufgabe hat, sondern er macht das relativ wie ein alter Hase. Selbst bei seiner olympischen Premiere gab es kein Probieren, kein erstmal sehen, sondern gleich gewinnen. Für mich war es eigentlich eine Ehre, mit anderen zusammen ein paar Mal um die Medaillen und um die ganz obersten Titel zu kämpfen. Der Olympiasieg schmälerte nicht den Drang nach noch mehr Erfolg. Im Jahr darauf gewann er das seltene WM-Double, Gold im Vierer und im Zweierbob. André ist von seinem Auftreten, von seiner Art, wie er mit den Leuten umgeht, wie er auf die Menschen zugeht und vor allen Dingen, wie er den Bobsport gelebt hat, ist er einfach ein Ausnahmeathlet. Europa- und Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Alles gewann André Lange und nicht nur einmal. Solche Sieger nennt man Champion. 2006 schaffte André Lange auch den größten Superlativ, den seine Sportart kennt. In beiden olympischen Wettfahrten siegte er und gehört seitdem zu den Bob-Legenden, wie Meinhard Nehmer und Wolfgang Hoppe. Ja, ich mag ihm diesen Erfolg, diese Karriere mag ich ihm sehr gönnen, auch als Mensch. In Altenberg gewann er sein erstes WM-Gold und sein letztes. 2008 dominierte er wie nie zuvor in beiden Klassen. Es ist eine Triumphfahrt. André Lange ist Doppelweltmeister in Altenberg, sein 11. Titel. André Lange, du bist der Kufengott. Er ist nie dieser Star gewesen. Er war immer derjenige, der an der Bahn immer geachtet war. Immer derjenige, der immer ein offenes Ohr hat, auch für andere Athleten. Der in diesem Kreis der Athleten unwahrscheinlichen Respekt und Anerkennung genießt. Weil der Überlegene kein Überheblicher wurde, auch deshalb durfte er bei seinen letzten Olympischen Spielen die deutsche Fahne tragen. Den Ort für sein sportliches Finale hatte er bewusst gewählt. Und nach dem Sieg im Zweierbob wollte er auch im Vierer eine Medaille. Im Ziel war es Bronze. Aber vor allem Melancholie. Er war im Ziel. Für immer. Nie wieder würde er an den Start gehen. André ist einfach ein Champion und da tritt ein sehr großer Mann ab. Die Außergewöhnlichen gewinnen auch beim Abschied noch auf eine unvergessliche Art und Weise. Der Kanadier Linden Rasch hatte seinen zweiten Platz verloren, Zentimeter vor der Zieleinfahrt, um eine Hundertstel Sekunde an André Lange. Die Freude über die Medaille war die größte, die André Lange je zeigte. Dieses Silber hat goldenen Glanz und wird ihn immer haben, denn es kam unverhofft und bleibt die letzte Ehrung einer grandiosen Karriere.